Also, jetzt geht's bei mir an das Aquascape. Wir haben hier so nette Pflanzen. Kümmern wir uns mal drum. Jetzt haben wir hier Buntpflanzen. Das ist einfach, ich mache das jetzt im Moment so. Da kommen dann später kommen dann größere Exemplare dazu. Jetzt geht's an den zweiten Teil, nämlich das Pflanzen. Und hier sehe ich gerade, die sind ein bisschen angewachsen schon. Da gucken, dass man die Wurzeln nicht so zu sehr kaputt macht. So, machen wir das mal auf. Das muss ja alle einzeln da liegen haben. So. Da sind jetzt so Steinchen drin, was auch immer die da machen. So. Ich werde auch ziehen, dass ich da keine daneben haue. So, die Wasserpest. Dann kann ich nachher das Aquarium befüllen. Nachdem ich es bepflanzt habe. Wie gesagt, das ist nur eine erste Pflanzung, da ist noch, da kommt noch mehr. So, das mal da weg. Das da kommt man da über. Das kommt mal da rein. Und dann ist das da alles schon mal gut. So, jetzt muss man da wieder das Zeug da wegmachen. Wirklich grob erstmal, das ist gut bewurzelt. Ja, da kann man auch mehrere offene Doren ausmachen. Das sind jetzt zwei Bleheri. Jetzt gehe ich rüber ins Waschbecken und mache die sauber. Jetzt kurz mal bei Pflanzen, die schon ein bisschen Wurzelwerk entwickelt haben, alles bis auf 2 cm ein. Ja, das war's auch schon. Ja. Und dann pflanzen wir das Ganze mal ins Becken. So, ich mache das jetzt hier in einem trockenen Zustand. Weil ich wissen will, wie die nachher zusammenpassen. So. Billigzange. Aha, aha. So. Aus. Jawohl. Setzen wir den hier kurz daneben, damit die beiden Pflanzenensemble bilden können. Die waren nämlich ziemlich groß. Und ruhig ein bisschen in den Bodengrund, dass sie da unten runter das Schrein drücken. So. Dann den noch ein bisschen nach vorne. Setzen soll. Den machen wir ganz einfach. Ein bisschen mehr kleinere Pflanzen, jawohl. Dann nehmen wir den. Der kommt hinten in die Ecke. So.
dazu. Jetzt muss der noch ein bisschen weiter hier rüber. So. Messen wir mal, wie die größer sind, ob die schön nicht so gut hier. Machen wir es wohl jetzt einmal. Jetzt hat er ja auch ein bisschen scheiße aus, aber gut. Jetzt geht's ans Auffüllen. Ja, jetzt geht's ans Befüllen. Deswegen nehme ich jetzt hier einen Teller her. Ja. Und danach gibt's dann Eichenblätter. Thank you.
So. Also dann.